Ja, hallöte, liebe Freunde, hier ist wieder euer Foxy mit einer Ausgabe von 100 Days Ocean World. Also wir sind wohl hier mitten auf dem Ozean und hier soll man jetzt also irgendwie 100 Tage durchhalten. Sieht aber nicht so aus, als ob ich hier komplett auf Wasser bin. Wollen wir doch mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Also, ja, wir schwenken doch einfach mal um. So seht ihr jetzt schon mal, das, wo ich drinne bin. Ich habe hier wohl eine Kiste, ist aber leider gar nichts drinne. Okay, darf ich mir wohl hier was einladen oder was? Oder war ich jetzt gar nicht in der Kiste drin? Aha, hier geht das. Okay, 100 Days. Okay, ich habe hier ein Buch. Ein Steinschwert. Und ein Stückchen Fleisch. Okay, das ist schon mal ein kleiner Anfang. Ich schaue gerade so an. Ja, es wird natürlich nicht leicht werden. Nimm hier mal ein paar Blöcke ab. Passiert was in die 100 Tage? Anscheinend wohl nicht. Was ist das da hinten? Ich werde jetzt hier mal ein bisschen was abhacken. Auch mal Stein. Ich will mal zu dieser komischen Plattform da hinten hin. Hier gibt es anscheinend überall, wo ich da hingehe. Hier ist eine kleine Insel. Ich werde zu der Plattform erstmal. So, wie bücke ich mich denn jetzt so? Gibt's da hinten? Oh, ich bin im Wasser. Scheiß drauf. Jetzt schwimmen wir dahin. Scheint auch ganz easy zu sein. Ist gar nichts los. Auch schnell schwimmen? Ja, so macht man das. Was haben wir denn hier? Jetzt kann ich nicht zerdabben. Sehr interessant. Kann ich jetzt mir hier ein Boot bauen oder was? Das kann ja gar nicht schwimmen. Da ist eine Insel, da ist eine Insel. Da ist eine kleine, ganz andere Insel. Ich schwimme jetzt mal hier rüber. Ich glaube, der Weg ist am kürzesten. Am kürzesten. So, Lachal heißt das hier. Yay. Im Wasser kann mir eigentlich nichts passieren. Da oben in der Ecke sieht man, dass ich da schwimmen tue. Läuft doch. Oh, komme ich da eigentlich hin? Ja, komm schon. Nicht. Bah. Da fehlt mir aber, glaube ich, jetzt komme ich hier hoch. Packen wir doch einfach mal ab jetzt hier. So, wir wollen auch mal gucken, was hier oben oder was hier auf der Insel drauf ist. Na, komm hoch. Gut, hier kriege ich Holz. Was passiert denn nach den 100 Tagen? Gar nichts? Wie weit ich komme oder was? Da steht schon drauf, Days. Warte mal, ich hatte doch ein Buch. Ich hatte doch ein Buch. Nicht wegschmeißen. Hallo? Wie komme ich jetzt in mein Inventar? Das weiß ich jetzt gar nicht. Im E nicht. Im E? E. Gut, was haben wir denn hier? Von K.
KA Studios Original. Oh, sehr schön. Gelber Farbstoff könnte ich mir machen. Sehr schön. Was haben wir denn hier? On your Ocean Online World, you have 100 Tage zu überleben. Ein bisschen so. Loot of the Explorer. Also ich sollte hier eigentlich nur 100 Tage überleben anscheinend. Ohne zu sterben. Da habe ich ein bisschen Fleisch, um meine Rüstung aufzufüllen. Und da ist eine Kiste zum Looten. Was haben wir denn hier? Ein Schild. Ah ja. Bisschen Fleisch. Hier, ich brauche doch nur eine Insel zu übernehmen, fast. Und dann erstmal durchhalten, ne? Guck mal, diese Kiste hier kann ich mir doch was einrichten. Aber vermutlich, um andere Sachen zu bekommen, werde ich natürlich irgendwann noch die Biome tatsächlich umgehen müssen. Aber okay. Was ich habe, habe ich. So, hacken wir das mal runter hier oder ab. Weil es ein bisschen laut ist, das ist meine Schwester, die hier ein bisschen rumquasselt. Ja, yeah. Sehr schön. Packen wir jetzt einfach hier ab hier, so. Ich wollte doch mal ruhig hier ein bisschen was einlagern wieder. So, das war wieder verkehrt, natürlich. So, ruhig ein bisschen Holz rein. Dieses Schild behalte ich mal. Ich glaube, ich nehme das Fleisch erstmal wieder hier rein und die Eier, falls ich da noch Nahrung brauche. Eine Pilzsuppe. Kann man also looten und sowas alles. Finde ich gut. Dass man was looten kann und sowas. So, jetzt bräuchte ich natürlich erstmal eine Holzspitzhacke oder sowas. Davon ist noch ein Bäumchen. Wir wollen ja langsam am Anfang hier. Gehen wir hier runter, so. Oh ne. Wo hole ich mir die Treppe jetzt? Hey! So, ein paar Blüten erstmal abbauen. Ich brauche hier Platz. What the fuck? Bauen wir mal schnell ein paar Hölzchen. So. So, jetzt kann ich mir noch eine Bergbank bauen, oder? Ne, komm her. Wir bauen mal das hier. So, zack. Zack. Kann ich mir nichts bauen? Doch, hier, da. Eine Werkbank. So, da haben wir schon mal eine Werk. Ich glaube, es regnet nur, oder? Davon ist noch ein Ätzchen. Komm, der will haben hier. Ein Stück Balken. Aua! Das habe ich nicht gekriegt. So, wo haben wir denn die schöne Werkbank? Die wollen wir doch mal hier aufbauen. Wird die nicht gebaut? So muss man das machen. Geht nicht ganz so einfach wie die auf der Xbox, so. So, die Kiste zeigt in diese Richtung, wo wir doch in diese Richtung hier weiter aufbauen. So, zack, da ist die Werkbank. Dann bauen wir hier mal eine kleine Fläche auf hier. Das geht so nicht. So, und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier noch, also so mache ich das nicht, okay. Dann wollen wir mal hier erstmal eine Holzspitzhacke. Daraus mache ich mir jetzt schnell mal ein bisschen Steinchen.
Damit man ein bisschen Steinspitzhacke und sowas machen kann. Immer noch besser als diesen ganzen anderen Schrott, den man hier bekommt. Nein! Pack ab da! Zack! Was ist das hier für ein Donnerwetter? Das kann doch nicht angehen. So, zack! Zack! Ja, da ist das hier schon mal meine halbe, Will ich wieder nach unten? Richtung Wasser. Oh, was ist das? Ich kann nicht damit kaputt, ne? Brauche ich eine bessere Spitzhacke. Hey! Läuft! So, hier wollen wir mal. Nein. Hier so mal reingehen. Da kriegt ihr Angst, wenn ich hier sowas höre. Zack. Was brauche ich denn? Geht noch nicht? Ich brauche doch nur aus Stein. Stein, Stein. Ich habe doch genug Stein. Irgendwas fehlt da noch, glaube ich. So, ja, ich vergesse es immer wieder. Ich muss doch die Stöcker selber herstellen. So, hier, zack, hab ich. Aber jetzt hole ich mir noch eine. Das hört sich alles nicht sehr gut an. The day's one. Ein Tag hat der Foxy überlebt. Hey! War auch nicht gerade sehr schwer im Moment. Ich habe den Tag erstaunlich beendet. Und wenn jetzt so viele da sind, gehe ich mal von aus, hat das so seinen Anreizpunkt. Bestimmt, wer tot ist, hat den Tag verloren. Wer die 100 Tage also durchhält. Sehr spannend. Was passiert denn, wenn man stirbt? Vermutlich nicht viel, ne? Oder man fängt ja ganz von vorne an. Also später muss man dann auf andere Inseln, um vielleicht tatsächlich voranzukommen. Aber eigentlich muss ich ja nur überleben, ne? Und das klappt doch so schon mal ganz gut. Also Leute, das war der Tag Nummer 1. Habe ich da gut durchgehalten? Oder, Naja, ich habe schon ein bisschen was. Und, wir haben schon mal Steinwaffen. Und ja, hab den ersten Tag sehr gut überlebt. Gab es keine großen Schwierigkeiten. Nahrung hat man am Anfang. Okay. Wie das ja, so alles ausläuft, weiß man natürlich nicht. Man muss auch immer wieder zu Insel springen, um hier vermutlich bessere Ressourcen wie Eisenschwerter vermutlich irgendwann zu bekommen. Wer weiß, wie schwer das noch wird. Aber ich hoffe, so der eine oder andere hatte doch schon ein bisschen Spaß dran. Bis dann, bis zum nächsten Mal.